Denkt man an Frankfurt, dann denkt man an Skyline, Banken, Leute mit viel Geld. Aber läuft man eine Runde am Hauptbahnhof, wird man vom Gegenteil überrascht. Zuhälterei, Prostitution, harter Konsum von Drogen und Gewalt sind an der Tagesordnung. Ich rede heute mit einer Person, die das alles kennt und selbst auch an eigener Haut erlebt hat. Sie zeigt uns, wie es wirklich ist, sehr jung und stark abhängig zu sein. Vom Kauf bis zum Konsum, wir begleiten dieses Mädchen und werden anschließend noch mehrere Menschen glücklich machen, unterstützt durch HelloFresh, dem heutigen Sponsor. Und jetzt ab ins Video. Wie heißt du denn? Ey, was geht? Ich heiße Lucia. Freunde, wir haben es auch mit einer sehr jungen Dame diesmal zu tun. Wir reden nicht so viel über das Alter, aber die Dame hat auf jeden Fall schon viel durch und ich wollte ein bisschen mit ihr quatschen. Was für Drogen, für welche Drogen interessierst du dich oder was hast du bis jetzt so alles am Start gehabt? So? Also eigentlich am Start gehabt habe ich so alles so. Also ab 14 eigentlich alles. Also Kippen sowieso, Alk, 2CB, Ketamin, Ecstasy, dick viel geballert. Pep hatte ich eine Phase, wo ich echt ein paar Monate nur rumpeppen war. Dann halt ganz viel Hasch dazu geraucht habe, irgendwie Psychose geknackt hat. Auch auf diesem 2CB und auf diesem 2CE und so, das ist so eine Psychose-Droge. Was ist sowas? Das sind diese Research Chemicals, ne? Die kommen so jede Woche neu auf den Markt mit einem anderen Namen. Keiner weiß genau, wie die so ticken auf den Körper. Die zieht man und man weiß nicht mal genau, was das ist, oder was? Ja, Mann, ich habe es ausprobiert. Das ist so ein komisches Ding gewesen, weißt du, ich habe so Filme gehabt. Ich stehe so da und ich sehe die Situation so in fünffacher Bewegung, so als würdest du dich jetzt so bewegen und so fünfmal die gleiche Bewegung machen und so ja auch, so weißt du? Als wäre die Zeit so ganz also komisch stehen geblieben. Saukrasse Optik, saukrasse Optik. Ja, auf jeden Fall hat es mich dann auch irgendwann gefickt, so, weil ich zu viel gemacht habe. Ja, so eine Psychosephase. Und dann wie alt warst du, als diese komischen Sachen da genommen hast, diese CEE und sowas? Ah ja, so 15, 16. Wie bist du dazu gekommen, also? Durch Freunde einfach. Auf Techno so, da nehmen das halt viele so Ketamin und so, 2CB zum Feiern auch eigentlich ganz wichtig. Es ist so eine Mischung zwischen Ecstasy und LSD. Ist nicht so deep wie LSD, aber ist so funny wie Ecstasy, also. Das ist schon geil eigentlich. Ja, ich will an der Stelle sagen, Drogen sind auf jeden Fall nie geil und du siehst ja die Leute, die hier rumlaufen, du siehst ja ganz klar, dass es denen absolut nicht gut geht. Ja, Digga, wie gesagt, ich habe auch eine Psychose bekommen. Also für einen kurzen Moment ist richtig geil, aber dann fickt es sich von hinten so böse. Auf jeden Fall bin ich stehen geblieben, glaube ich, bei Psychose, Knack bekommen, ja, von Drogen. Drogen sind nicht gut, ist ja auch so. Und dann lebe ich damit so ungefähr ein Jahr, ein halbes Jahr. Dass ich Stimmen höre, dass ich so Dinger Optik sehe, obwohl ich clean bin, ne? Ich habe immer Witze gemacht, ey, irgendwann kommt Age, ne? Weil ich ja schon vieles so durch hatte. Aus Darknet Age bestellt, ich sehe die erste Nase, die zweite, die dritte, es geht ein paar Tage so weiter und ich fühle mich geheilt. Auf einmal ist dieses Psychotische ist einmal weg, ich habe meinen Frieden in mir gefunden. Und in meinem Fall hat es halt so meine Depression so geheilt irgendwie, ne? Aber dann ist man halt hängen geblieben mit Turkey. Sobald du Turkey hast, dann klebst du halt drauf. Man muss halt Fassade einfach haben, so. Wenn du ein Junkie bist, musst du einfach... Deine Mutter fällt es nicht auf, wie du drauf bist? Doch, die weiß es schon, aber die denkt, dass seit ein paar Monaten schon längst alles vorbei ist, dass ich in der Klinik war, die saß und ich jetzt clean bin. Warum machst du es nicht? Also mach ich bald, auf jeden Fall. Guck mal, ich sag dir eins, so, das ist mir gestern schon aufgefallen und was mich am meisten daran schockiert ist, dass du eigentlich, wenn du dich hier umguckst, bist du eine der hübschesten hier so. Und das, was mich am schlimmsten gefickt hat gestern, ich konnte auch gestern nicht schlafen, Digga, das hat mich so auseinandergenommen. Du hast mir erzählt, was hier halt alles so abgeht so und auch mit dem Raum da oben, wo ein Typ wohnt. Es ist jetzt auch schon so 3 Monate her oder sowas. Der hat es halt auf Mädchen abgesehen, die halt kein Geld haben und Stoff brauchen. Ich habe ihn halt so kennengelernt, mit so einem Kollegen verliebt, die Stars, ich gehe halt hoch. Ein Mädel war auch da, das sind Freunde von mir. Wir chillen alle, alles easy, trinken so ein bisschen Handy und so. Der hat Fanta da, ich rauche, was ich brauche. Nach und nach verlassen so die anderen Kollegen so das Hotelzimmer. Das Mädchen, was da war, keine Ahnung, hat auf dem Balkon eine Schelle bekommen, erst von dem Typen, mit dem ich so ein bisschen so mäßig geflirtet habe und so, gell. Das Mädchen rennt raus und sagt noch vorher zu mir, ey, Iga, die sagt es zu mir, Lucia, guck mal, das ist der Motherfucker, der mich in den Arsch gefickt hat, buchstäblich, ja, so, und macht die Tür zu. Und ich bin alleine mit ihm und die Kollegen sind gegangen, ich bin alleine mit ihm in diesem Zimmer und dann ging es direkt los. Er geht direkt auf mich zu, fängt mich an auszuziehen, die saß so, nein, hier, ich habe einen Freund. Und das Ding ist bei so Vergewaltigung,
ich weiß nicht, ob das so jetzt irgendwie jeder nachvollziehen kann, aber man muss halt irgendwie so mitspielen, weißt du? Weil entweder du wehrst dich und die Vergewaltigung wird richtig aggressiv, oder du spielst ihm vor, dass es dir gefällt. Dann wird es nicht so aggro, weißt du? Dann machst du deine Augen zu und lässt dich halt ficken, so. Am besten auch immer wirklich, wenn irgendeine Situation kommt, versuch immer die Position oben zu behalten. Nicht, dass du unten liegst, weil dann bist du komplett Ich kann es nicht. Weißt du, kann es nicht, ehrlich, hör mal auf, Alter. Traurig, deswegen ist alles Motherfucker. Das sind alles die letzten Ratten, diese ganzen, nicht wegen Nationalität, ja, aber es sind halt die hier wohnen, diese ganzen Afghanen, diese ganzen Maroks, Alter, so. Nichts gegen Nationalität, wirklich gar, hat gar nichts damit zu tun. Ja, wir haben gestern hier so Ausschau gehalten, so 2 Stunden im Auto gechillt, bisschen geguckt, so, wer hier so rumläuft. Und wenn ihr diese Dreistigkeit und diese, ich weiß nicht, was ist das, Digga, die fühlen sich so krass, als würde ihnen dieses Gebiet hier so gehören. So. Die fühlen sich, als wären sie diese Zuhälter, als würden die ihnen das hier gehören, nur weil die halt dieses Mittel haben. Die lieben das, dass du angewiesen bist auf die. Oder man kann da reinrutschen so und das ist, geht manchmal schneller, als man denkt. So, ich weiß, bei dir ist es über Techno-Schiene und sowas. Aber der Effekt, dass am Ende sowas passiert und du nicht mal wirklich, du kannst nichts. Ich konnte nichts machen in dem Moment. Ich habe auch zwischendurch versucht, irgendwie so zu gucken, dass ich schon meine Tasche so ein bisschen packe und immer geguckt, wie ich irgendwie gerade Freiraum habe, die nehme und schnell aus dem Raum. Meine Gedanken sind die ganze Zeit, wie lange kann ein Mädchen das ertragen? Ich habe dauerhaft das Bedürfnis, ihr helfen zu wollen. Doch das Einzige, wovon sie die ganze Zeit spricht, sind, dass sie Drogen braucht, damit sie wieder besser geht. Deswegen sind wir mit ihr mitgegangen. Wisst ihr, was mich am meisten an der Scheiße fickt, so? Dass ich mir die ganze Zeit vorstelle, boah, dass ich mir die ganze Zeit vorstelle, dass es meine Tochter wäre, Digga. Boah. Bruder, stellt euch mal vor, das ist eure Tochter, Digga. Und, Digga, ey, fick. Daraufhin hat sich eine Dame angeschlossen, Alex. Vielleicht kennen sie manche aus den Videos zuvor. Ich habe viele Gespräche mit dem Mädchen geführt, doch egal wie sehr ich es möchte, dass sie aufhören. Man hat das Gefühl, man läuft einfach nur gegen die Wand. Wie geht's dir denn eigentlich so? Eigentlich ganz okay, aber es ist scheiße kalt geworden. Mhm. Ich hoffe, dass es jetzt mal bald klappt, weil ich habe so Turkey, dass ich sonst jemanden töte. Mit den Fentanyl, das macht mich total kaputt. Das sage ich auch in jedem anderen Video. Leute, lasst die Finger von dem Pflastern. Das macht richtig am Arsch, Alter. Guck mal meine Hände an. Das ist immer, jetzt immer. Guck mal, wie dreckig. Weil jetzt ist es so und ich mach's nicht sauber, weil ich nur ans Fenster denke. 14 Jahre lang hat mich nichts in die Knie gezwungen, aber das hat mich richtig in die Knie gezwungen. Das kann ich dir sagen. Ich habe gesagt, dass ich es extrem schade finde, dass jemand, der so jung ist und so hübsch ist, diesen Weg hier einschlägt, weil ich weiß, was los ist, ja? Sie lacht noch und sagt, ach was, Digga. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich weiß genau, ich kann gegen die Wand drehen, wie ich will. Aber ich weiß, was in 2 Jahren sein wird. Dann ist nicht mehr, ach was, Digga. Hast du die Message nicht so gecheckt? Die Zeit, die sie vielleicht verloren hat, sie würde sie dir gerne geben. Und entweder... Ja, dein ganzes Leben geht da am Bach. Du suchst Fenster, du hast es. Und wenn du es hast, dann brauchst du Neues. Und so weiter und so fort. Das fickt dich dein Leben lang, bis zum Schluss, Alter. Da gibt's kein Ende, Madame. Ja, das Ding ist, so der Unterschied so zum Beispiel zu Freunden in meinem Alter, die das gleiche konsumieren, die haben zu mir gesagt, ich habe abgeschlossen, ich bleib für immer Junkie, auf jeden Fall. Das ist mein Lebenselixier, Junkie sein. Aber ich sag zu mir selber, das ist eine Phase, die ich halt durchlaufe. Nach einer Stunde haben die Mädchen dann das bekommen, was sie die ganze Zeit wollten. Sie haben auf jeden Fall jetzt ihre Sache bekommen. Wenn es durch deine Lungen strömt, passiert dann irgendwas mit dir? Ganz ehrlich, das Traurige ist, nein, es ist einfach nur, dass es mir wieder ein bisschen gut geht. Ja, jetzt geht es mir langsam ein bisschen besser. Guck, so sieht die Scheiße aus. Fentanyl ist etwas, das kriegst du eigentlich, wenn du so Krebs hast, so kurz vorm Sterben bist, kriegst du es, soll man auf die Haut kleben und 3 Tage kleben lassen. Yeah. Und wir rauchen das ja in Streifen auf einer Alufolie. Also damit du dir vorstellen kannst, wie eigentlich sich nicht geeignet ist für dieses Leben. Weil weißt du, ein Wirkstoff, der 3 Tage wirken soll. Ach so, den nimmt ihr direkt. Und die kleine Ratte da rafft gar nicht, was die macht, Alter. Die ist total behindert. Ich war schon ein paar Mal an der gleichen Stelle wie du, ja? Aber dann habe ich abgeschaltet, ja? Die sitzt da in ihrer Fotobox und macht eine Geschichte nach der anderen. Man kann diesen Menschen nicht helfen. Und ich habe gerade ein bisschen mit Alex hinter der Kamera gequatscht, weil man so dieses Bedürfnis hat, den anderen Menschen zu schützen. Aber du wirst es nicht schaffen. Das ist zu stark. 3 Tage dauert es. Und die hat da gerade 4 Dinger hintereinander, also 12 Tage Dosis. Und auf einmal, bam. Merkst du selbst, dass du voll übertreibst so? Nee, das ist jetzt Standardkonsum gewesen. Also.
in der kurzen Zeit, ja, hat sie so ungefähr 5 Streifen geraucht, ja, und so sieht man dann 5 Streifen später aus. So, ja. Warum macht sie das also? Kann sie das nicht also? Sie ist einfach jung. Aber in meinem, jetzt weiß ich halt mittlerweile, es bringt nichts, ja. Weil ich teile mir halt lieber ein, dass ich halt nur normal bin. Und wenn ich zu Hause bin, klar, wenn ich zu Hause bin, tue ich mich auch manchmal in diesen Zustand versetzen. Mhm. Aber das mache ich nicht draußen. Hilft man einem Junkie, indem man ihm Geld gibt oder nicht? Die Leute glauben immer, es würde uns nicht helfen, wenn wir Drogen hätten. Aber ob das glaubt oder nicht, aber doch, es hilft uns. Ich nehme es ja, um zu funktionieren und sie auch. Die werden so oder so an die Droge rankommen, die Frage ist bloß wie. Genau, und man hilft ihr damit insofern, dass sie das nicht anders besorgen muss und nicht schnorren muss, nicht klauen muss. Oder sich selbst verkaufen muss. Genau, nichts machen muss. Insofern, man hilft damit jedem Junkie, den du ihm Geld gibst für Drogen. 110%. Danach habe ich versucht, sie zu überreden, nach Hause zu gehen, damit sie kein leichtes Opfer für Leute mit bösen Absichten ist. Doch ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich die Worte zu Herzen genommen hat, denn sie meinte, sie braucht noch mehr. Um genau diesen Leuten helfen zu können, haben HelloFresh und ich uns dafür entschieden, für 50 Menschen kochen zu können, damit ihnen wenigstens eine kleine Freude zu bereiten. Um auf die Webseite zu kommen, gebt ihr einfach HelloFresh ein. Und dann ladet ihr auf der Seite, ihr könnt ihr ganz einfach eure Kochboxen ansehen. Und könnt dann die Anzahl der Personen auswählen, ich habe jetzt mal hier 4 genommen, und wie viele Gerichte ihr pro Woche bekommen wird. Nachdem ihr euch dann angemeldet habt, könnt ihr aus einer Vielzahl an Gerichten euch wöchentlich zustellen lassen. Wir können uns jetzt 4 Gerichte aussuchen aus einer Vielfalt von gesunden Sachen. Hier gibt es zum Beispiel Hähnchenschnitzel mit Currydip, das habe ich selbst meinen Eltern zubereitet und die haben sich mega gefreut. Ich kann euch mal zeigen, wie lecker das auf dem Teller hier aussieht. Dazu noch ein lila-orangener Karottensalat mit Creme Fraiche drüber. Ich kann euch sagen, das hat meinen Eltern richtig geschmeckt. Außerdem haben wir zum Beispiel einen Linsenauflauf mit Käse-Kartoffelhaube probiert. Und der Kartonkäse war Baba gewesen. Ein kleines Feedback von meinem Vater, der hat den fertigen Käsekuchen genascht. Lecker. Der große Vorteil ist einfach, dass ihr euch individuell eure Kochboxen zusammensuchen könnt und einfach nicht einkaufen gehen müsst, was einfach bequem nach Hause geliefert bekommt. Wenn ihr jetzt eurer Mutter einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bestellt euch gerne mal eine Box. Da sind von 2 bis zu 5 Gerichten drin. Und mit dem Rabattcode TOM90 könnt ihr bis zu 90 Euro auf euren ersten Einkauf sparen. Da wir aber für die Obdachlosen gekocht haben, haben wir uns 2 Sachen ausgesucht. Und zwar einmal die Linguine mit Garnelen und Sahnesauce. Und zusätzlich noch einmal Pulled Pork Tacos und Guacamole mit einer Tomaten-Avocado-Salsa und einer Ketchup-Kachun-Würzung. Richtig leckeres Gericht. Als wir am Ende die Obdachlosen glücklich machen konnten, hat es das alles wieder weggetan. Wir werden auf jeden Fall jetzt verteilen. Mal gucken, ob die Leute auch Hunger drauf haben. So? Ja. Stellt euch mal bitte. Okay. Noch mehr? Ja. Bitte. Komm mal hier. Ein bisschen Soße, oder? Ein bisschen gebraucht an der Seite. Alles gut, alles gut. Garnele auch? Ja, auf jeden Fall. Willst du noch Käse haben? Ach so, hab ich gar nicht. Guck mal hier, Käse gibt es auch noch. Möchten Sie gerne was? Das ist hier Pulled Pork, das ist Schweinenacken. Hier sind Nudeln, hier ist Sahnesauce, hier sind Garnelen. Ja, dann nehme ich hier vor. Ja, mache ich Ihnen mal einen Taco hier. Bisschen Soße hier dazu? Bisschen Soße, ja, und Nudeln und dann hier. Und wollen Sie noch einen Cheesecake haben? Das ist hier eine Nachspeise, das Käsekuchen. Ja, nehme ich mit. Bitte schön. Hier? Ja. Bitte schön, ja? Danke. Ich mache dir mal richtig viel jetzt hier. Chef? Gut? Oh, ja. Essen war sehr gut. Hat lecker geschmeckt. Sehr geil. Bei dir? Oh. Sehr gut. Ja? Ja. Super, dann schönen Tag noch, ne? Jedenfalls. Ja. Die Leute sind echt alle glücklich, machen wir auch selber voll glücklich. Und an die Jungs von? Libra. Libra. Die genau. Jungs machen das nämlich ehrenamtlich und sind immer hier am Start. Dankeschön, jeden Tag, das ist echt ehrenwert. Deswegen, Shoutout geht an die Jungs von Libra raus. Ja. Damit würde ich sagen, das war's für den Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Grüße gehen nochmal raus an HelloFresh, der diese coole Aktion ermöglicht haben. Wir haben so viele Leute heute glücklich gemacht und ich schwöre dir, das hat richtig Bock gemacht. Deswegen checkt auf jeden Fall HelloFresh ab. Danke für diese Möglichkeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.